Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein neues Videoformat auf meinem Kanal, inspiriert von einem Videoformat von Lubella. Vielleicht kennt ihr sie, falls nicht, ihr Link ist unten in der Infobox. Sie hat nämlich eine sehr spannende Videoreihe und zwar testet sie am besten bewertetste Make-up- oder Drogerieprodukte von verschiedenen Firmen. Und ich habe mich hingesetzt, geschaut, was gibt es, was viele, viele Leute gut finden. Und Tatsache habe ich auch alles hier gehabt und ich glaube, dass ihr auch eigentlich den überwiegenden Teil zu Hause haben solltet. Deswegen werden wir heute schauen, wie funktionieren die Produkte? Sind sie wirklich so gut, wie die Leute sagen? Und falls ja, haben wir ein schönes Drogerie-Make-up? Und falls nein, wissen wir, dass die Produkte miteinander nicht funktionieren. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Es ist 5.23 Uhr. Look at her. Aber ich freue mich ganz doll drauf und ich würde vorschlagen, wir starten auch als erstes mit dem ersten Produkt und das ist der Catrice Tensational 10-in-1 Primer. Dream Primer. Den kennt ihr, den liebe ich tatsächlich auch, aber ich muss sagen, so das letzte halbe Jahr, seit Frühling, benutze ich kaum noch Primer. Ich kann euch nicht sagen, warum. Doch, kann ich euch sagen, warum. Irgendwie ist mir das zu viel auf der Haut gewesen. Mir ist etwas zu viel auf der Haut. Richtig. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, das letzte halbe Jahr, ihr werdet es gesehen haben, weniger Make-up zu tragen. Ich meine, so eine Entwicklung machen wir ja alle irgendwie durch. Und mal ganz im Ernst, ich finde es ja immer so schön, dass, wenn Leute von euch Videos kommentieren, die 3, 4 Jahre alt sind und ich sehe das dann, und daneben ist dann immer das Bild von dem Thumbnail oder von dem Video. Und dann denke ich mir so, Girl, what happened to you? Alter Schwede. Aber den Primer habe ich aufgetragen. Ich komme ein Stückchen näher zu euch, dass ihr euch diesen Effekt einmal ansehen könnt. Der hat so eine ganz, ganz leichte Färbung und geht wirklich in diese glowy Richtung. Ein sehr, sehr toller Primer. Der soll Anti-Pollution, ein Natural Glow, der soll hydraten, der soll primen, der soll die Poren minimieren. Der macht alles. Tatsächlich ist das ein sehr, sehr gutes Produkt. Viele von euch werden es sicherlich kennen. Ist nicht mehr aktuell. Ich glaube, den gibt es aber noch. Ich weiß es aber nicht. Sehr, sehr gutes Produkt. Mag ich super, super gern und hinterlässt halt auch ein schönes, frisches Finish auf der Haut, oder? Bei den Foundations gab es viele, viele, viele verschiedene Foundations. Und wir hatten Maybelline, wir hatten L'Oreal, wir hatten aber auch die True Skin Foundation von Catrice. Und die habe ich tatsächlich eine ganze Weile hier nicht mehr gezeigt. Ich kann noch nicht sagen, warum, außer, dass ich halt eigentlich immer entweder diese hier von L'Oreal oder diese hier von Rival Loves Me benutze. Mittlerweile ist das meine 5. oder 6. Flasche. Also ihr merkt, ich liebe die wirklich über alles. Aber die Catrice True Skin Foundation ist eine sehr, sehr schöne Foundation für Full Coverage. Für so ein bisschen seidig matt. Nicht ganz pudrig, nicht ganz trocken. Ein schönes Finish. Und ich gehe da einfach rein und trage mir erstmal eine halbe Seite auf. Ich habe jetzt die Farbe Cool Almond. Ich habe nämlich neulich aussortiert und habe von jeder Foundation nur noch eine aufgehoben. Und guess what? Glaubt ihr, ich habe darauf geachtet, die richtige Farbe aufzuheben? Also, wir sehen heute wahrscheinlich wieder ein bisschen aus wie ein Simpson. So cool ist sie nämlich gar nicht. Also, Almond ist sie für mich nicht. Sie ist eher so Pekannuss. Aber das ist eine schöne Foundation. Sie hält den ganzen Tag. Und ich würde mich freuen, wenn ihr anderen Leuten aus der Community in die Kommentare eure Top 10 Drogerieprodukte schreiben könntet. Dann kann ich da einmal durchschauen und vielleicht ist ja auch wirklich das ein oder andere Produkt von diesen Produkten bei euch als Favorit. Und dann würde das Ganze passen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also, ich setze mich ja viel für meine Brand so ein bisschen mit Reviews auseinander von Kunden und habe tatsächlich festgestellt, dass viele Leute die Hemmschwelle, eine gute Review zu einem Produkt zu schreiben, ist viel, viel höher natürlich, als eine schlechte Bewertung zu schreiben. Und demnach war ich sehr überrascht, am besten bewertetste Reviews von Produkten zu sehen. Und tatsächlich hatten wir bei einigen Produkten Tausende 5-Sterne-Bewertungen, was natürlich sehr, sehr krass ist. Also das ist schon super, super viel. Spricht dann dafür eigentlich zumindest, dass es ein sehr gutes Produkt ist. Bis jetzt stimme ich dem zu. Bei dem ein oder anderen Produkt bin ich mir tatsächlich so ein bisschen unsicher. Okay, ich muss sagen, ich habe die Foundation, wie gesagt, bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr getragen. I love it. Ich liebe es gerade. Full Coverage. Wir haben wirklich Full Coverage, aber ein super natürliches Finish. Und in letzter Zeit, ich muss dazu sagen, ich bin recht faul, was
Make-up auswechseln geht im Alltag. Ich habe hier so eine Drehscheibe und da stehen die Produkte drauf, die ich regelmäßig benutze. Und ich tausche das sehr, 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 sehr selten aus. Ich habe nämlich hier unten noch eine Kramschublade und da sind die Sachen drin, die ich regelmäßig rotiere. Aber Foundations stehen alle und demnach nehme ich eigentlich immer wieder dieselben Foundations. Vielleicht sollte ich mir mal, was könnte ich eigentlich mal machen? Im November und Dezember wollte ich ja eben ein paar mehr Videos für euch drehen. So eine Kiste machen und dann nur diese Produkte zu benutzen, um vielleicht verschiedene Looks zu machen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr darauf Lust habt. Okay, die Foundation liebe ich tatsächlich gerade sehr, werde ich auf jeden Fall jetzt auch hier lassen, dann benutze ich sie auch regelmäßig. Wir kommen zum Concealer und da bin ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher. Das ist der True Match Concealer von L'Oréal. Ich meine mich zu erinnern, dass das Ganze mal so ein kleines Problem gab damit, dass sie irgendwie die Formulierung geändert haben. Und da jetzt so Schimmerpartikel drin sind. Ja, ich glaube, ich sehe es sogar. Ich weiß es nicht. Stimmt das? Vielleicht bilde ich mir das Ganze jetzt auch nur ein. Ich habe den vielleicht ein, zwei Mal benutzt, den Concealer. Ich habe keine Ahnung, ist er deckend, ist er nicht deckend? Das ist schon so, so lange her. Wir machen damit gleich ein bisschen Highlighting. Eigentlich passt die Foundation-Farbe von der Catrice doch sehr gut, oder? Okay, lassen wir ganz kurz eintrocknen. Ich blende das Ganze schon mal so ein bisschen aus, um einfach hier nicht zu harte Kanten zu haben. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze sich mit der Catrice Foundation verbindet. Das ist natürlich immer so ein Punkt, wie funktionieren die Produkte dann auch untereinander, weil die Reviews waren ja keine Reviews mit nur diese Produkte untereinander funktionieren gut. Oft ist es so, dass beispielsweise ein Primer vielleicht nicht mit einer Foundation funktioniert, wenn die Inhaltsstoffe einfach nicht kompatibel miteinander sind. Aber bis jetzt sieht das Ganze ziemlich, ziemlich gut aus. Okay, ich muss sagen, das gefällt mir gerade ziemlich, ziemlich gut. Also, abgesehen von der Farbe des Concealers, ich finde die jetzt wirklich ein bisschen gelb, haben wir aber trotzdem ein sehr harmonisches Ergebnis. Also, der Concealer gibt natürlich diesen Glow so ein bisschen wieder mit zurück. Finde ich jetzt persönlich aber gar nicht schlecht. Ich überlege jetzt, wie ich es hätte, denn als beste bewertete Produkte waren zum Setten einmal das Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder. Das seht ihr, habe ich schon ziemlich gut benutzt. Und einmal hier von NYX, diese Highlighting und Contouring Palette. Ich glaube, da mochte ich die Highlighting-Töne nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach mit einem Pinsel hier rein und setze damit einmal so ein bisschen unter den Augen. Ich glaube, ich mag es doch sehr gerne gerade. Ich gehe halt am liebsten unter meine Augen mit dem losen Puder. Ich finde, das sieht einfach immer am ebensten aus und am natürlichsten. Der settet das halt immer sehr schön. Vor allem, wenn man so einen flachen Pinsel benutzt und das dann richtig schön in die Haut einpresst, dann hält das da auch eine ganze Weile länger. Was sagen wir? Lieben wir es? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube schon. Ich sehe noch so ein bisschen puffy aus. Das ist ein großes Problem, was ich habe. Und warum ich eigentlich morgens nicht drehen sollte. Wobei, ihr seid so süß. Ich habe neulich so einen kleinen emotionalen Anfall bei Instagram gehabt. Falls ihr sowas nicht verpassen wollt, folgt mir gerne bei Instagram. Wo ich gesagt habe, dass wenn ich mir Stories von anderen Leuten anschaue, vor allen Dingen von Instagrammerinnen, dann ist das alles immer so perfekt und jede Aufnahme sieht schön aus und du denkst dir so, boah, pure Ästhetik. Und bei mir steht halt im Hintergrund der Mülleimer. Und dann denke ich mir so, okay, könnte ich nicht vielleicht mehr Leuten oder neuen Leuten mehr gefallen, wenn ich auch mich daran anpassen würde? Und so viele haben mir geschrieben, dass sie das bloß nicht wollen, dass es halt genau so, wie es ist, richtig ist und sehr, dass man sich damit so ein bisschen besser identifizieren kann. Ich gehe jetzt hier nochmal in die helleren Töne. Sette damit unter den Augen. Ich weiß es nicht. Nutzt ihr die noch? Ich finde, Contouring ist ja eh so ein bisschen verschwunden. Nicht doll, aber so richtig, richtig, richtig contourieren. Contourieren. Contourieren mit Puderprodukten ist ja nicht mehr so der Hit, oder? Also, ich weiß es nicht. Ich mache es ab und zu noch. Ich habe nämlich eine tolle neue Palette bekommen neulich. Das ist diese hier von Charlotte Tilbury. Ich mache sie euch einmal auf. Ich zeige sie euch am Freitag. Die ist so toll. Die ist wirklich toll. Aber wir gehen einfach mit demselben Pinsel jetzt mal hier in diese beiden Farben ganz leicht und hoffen. Es war nie meine Favorite-Palette. Also damals, so 2016, 17, so Anastasia Beverly Hills, als sie die Kontur erfunden hat, gefühlt, war das schon was. Aber irgendwie fühle ich es nicht mehr. Ich glaube, ihr seht unter meinen Augen das typische Problem, warum ich immer mit Puder, losem Puder setze. Es creased. Aber die Base an sich gefällt mir gut, abgesehen jetzt von der Kontur. Ich finde es auch alles so ein bisschen
Ja, doch, nee. Nee, finde ich nicht. Ist gut. Ist solide. Jetzt kommen wir aber zu einem meiner absoluten Lieblingsprodukte hier aus der Reihe. Und zwar ist es der Cheek Lava Blush von Catrice. Der ist oil-infused, hat den schönsten Glow, Freunde. Das Ding ist der Wahnsinn. Also viele. Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich alle Reviews davon von euch kommen. Das ist ein ganz, ganz toller Blush. Der hat so einen goldenen Schimmer. Demnach habe ich auch keinen Highlighter jetzt mit ausgewählt. Habe ich überhaupt nach Highlightern geschaut? Der legt sich so schön auf die Haut, verbindet sich mit eurer Foundation, selbst wenn ihr sie nicht gesettet habt. Neuer Trick, Blush ans Kinn. Habe ich gesehen bei Make-up bei Ariel. Love that. Ja, toller Blush, kann ich verstehen. Jede einzelne Sternebewertung könnte auch von mir oder von euch sein. Lieben wir, tolles Produkt. Jetzt, Freunde, wird es spannend. Und zwar war als eine der beliebtesten Lidschattenpaletten diese hier ausgewählt. Das ist die Nudes of New York von Maybelline. Ich hatte die, glaube ich, mal mit einer Natasha, die Nonna-Palette, verglichen. Falls ich das Video noch finde, hier oben im i ist es für euch. Ich habe sie einmal benutzt und ich meine, dass sie ziemlich, ziemlich gut war. Seitdem ist sie im Schrank und es hat mich tatsächlich gewundert, dass ich sie noch nicht archiviert habe. Ich mache es so mittlerweile, weil ich hier wirklich nur vier von diesen IKEA-Regalen, Alex-Schubladen-Regalen habe, dass ich nach einem Jahr die Produkte aus der Drogerie, die ja sehr, sehr Zeit, wo die Fluktuation sehr hoch ist, archiviere und wegbringe, trocken verpacke und dann kommen sie in den Keller, um vielleicht nächstes Jahr oder in 5 Jahren nochmal ein Video zu machen mit Wir schauen durch die Kisten. Weil was soll ich mit einer Lidschattenpalette aus einer Limited Edition von Essence von 2017 hier? Ich benutze sie ja nicht im Alltag, sondern im Alltag zeige ich euch andere Sachen. Und deswegen war ich überrascht, dass diese Palette noch nicht im Archiv war. Und deswegen starten wir einfach mit dieser Palette und machen heute ein sehr, sehr. Machen wir so ein Classic. Nee, kommt heute. Classic ist hier langweilig. Ich gehe in die Farbe Globetrotter mit einem Pinsel und presse mir die Farbe hier hin und ulala. Okay, sie ist krass. Ich erinnere mich. Ja. Ich hatte sie mit Natasha Denona verglichen, weil die Farbrange tatsächlich sehr ähnlich war, aber auch die Pigmentierung. Ich kann euch in den Videos ja meistens nicht alle Farben zeigen und ich probiere dann wirklich auf so Schlagpunkte einzugehen wie. Wie lässt sich die Farbe verblenden? Wie sind die Farben hier aufgebaut? Macht das Sinn? Kann man damit verschiedene Looks machen? Und ich blende das Ganze mit Explorer aus und gehe hier einfach über die Kante. Und auch die ist pigmentiert. Das ist jetzt wirklich hier dunkler, als ich eigentlich wollte heute. Aber ist okay. Können wir auch kurz darüber reden, dass ich einfach noch nichts auf den Augenbrauen habe und aussehe wie ein halb abgeschnittenes Würstchen im Glas? So sehe ich aus heute. Wie so ein Wiener Würstchen im Glas. Ich nehme noch ein bisschen mehr und verblende das dann wirklich immer weiter. Das ist tatsächlich, wenn die Base nicht gesettet ist, immer ein Stückchen mehr Aufwand, ist ganz klar, weil das Pigment einfach ganz, ganz anders haftet auf der Haut. Zum Ausblenden ganz außen gehe ich hier in die Farbe Creator. Das ist so ein schöner, heller Braunton. Und damit kann ich einfach hier alles nach oben weichziehen. Also tatsächlich finde ich die Farbgebung der Palette gar nicht spannend, es ist schon sehr langweilig. Vielleicht hätte man dann noch so ein, zwei Pop-up-Colors mit reingeben können. Das ist halt so ein typisches Phänomen bei Lidschattenpaletten. Standardpaletten werden mit einem Pop-of-Color spannend gemacht. Nicht nur für euch, sondern auch tatsächlich zum Schminken. Also es ist nicht immer alles nur Hauptsache verkaufen, verkaufen, verkaufen. Klar, es geht auch um Verkaufen, aber es soll ja auch nutzbar sein und so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Weil viele Leute haben halt nicht 500 Paletten zu Hause rumliegen und können jeden Tag eine andere aussuchen, sondern kaufen sich eine und wollen damit sehr, sehr lange und sehr, ja, sehr schöne Looks mitmachen. Und hier ist die Lookgebung recht begrenzt. Hier zum Beispiel die Farbe Protector. Das ist so ein heller Fliederton. Was mache ich damit? Ne? Aber Lidschatten ist top. Außen gehe ich in die Farbe Self-Starter. Gehe ich mit einem flachen synthetischen Pinsel in die Farbe Inspired. Das ist hier ein Goldton. Da meine ich, waren die ziemlich, ziemlich gut. Ja, ja. Die Schimmer von Maybelline sind wirklich gut. Nur hier außen so ein bisschen an den Übergang. Und vorne in Originator. Das ist ein sehr, sehr heller Ton. Und damit ziehe ich mir die Cut Crease. Und außen in Believer. Um so den Übergang ein bisschen schöner zu kriegen. Ist ein schöner Look. Ist jetzt nicht mein liebster, ist jetzt nicht mein schönster Look, aber. Hat funktioniert, solide Palette, kann man kaufen, muss man nicht. Als Mascara, keine Überraschung, die Lash Sensational Sky High Mascara. Auch eine meiner absoluten liebsten Mascara. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Das ist wie mit Koriander.
Ganz verrückt. Was ich dazu sagen kann, ist, abschminken ist damit echt recht schwierig. Mittwoch seht ihr, wie es am besten geht. Aber ja, ist eine schöne Mascara, kann ich verstehen. Und ich meine, dass sie jetzt auch wieder verfügbar ist. Also, falls euch die Mascara interessiert, solltet ihr euch beeilen, weil wahrscheinlich wird sie nicht lange verfügbar sein, bevor wieder irgendein TikTok-Hype ausbricht. Okay. Schöne Mascara. Weiter geht's mit den Lippen. Und da haben wir drei Produkte tatsächlich. Also stay with me. Wir starten mit dem Maybelline Superstay Matte Ink. Tatsächlich auch in dieser Farbe. 65 ist auch meine liebste Farbe. Ist einfach das perfekte Pinky Nude. Sind meiner Meinung nach eine der besten Drogerie Liquid Lipsticks. Und dann gab es noch, das hat mich sehr gewundert, von NYX die Soft Matte Lip Creams in der Farbe Cairo. Ich liebe die Farbe Cairo. Ich hasse die Textur. Nicht so richtig deckend, das ist so ein bisschen schmierig und sieht so ein bisschen, ja, probiert, aber nicht gekonnt aus, ne? Seht ihr, das schiebt sich halt immer so ein bisschen hin und her und weiß ich nicht. Ist jetzt nicht mein Favorit. Zum krönenden Abschluss einen Gloss und das ist der Lifter Gloss von Maybelline in der Farbe 002 Ice. Ist ein sehr, sehr heller Gloss. Hat so eine ganz, ganz leichte Rosé-Färbung drin. Auch hier muss ich sagen, es sind wirklich sehr, sehr gute Glosse, weil sie diesen Ultra-Gloss-Effekt haben. Ihr seht es, ne? Hier. Ich liebe dieses Licht. Nicht so schmierig sind. Also die rutschen nicht, sie kleben nicht da. Ach, außer an den Zähnen. Sie kleben nicht und ihr habt nicht so wie so Spuckefäden von dem Gloss. Und ich glaube, das ist der Look mit den beliebtesten, am besten bewertetsten Drogerieprodukten. Ich bin super gespannt, wie er euch gefällt. Ich muss sagen, mir gefällt es ganz gut. Ich hätte jetzt vielleicht noch eine andere Lidschattenpalette benutzt, aber so von der Base und ein loses Puder. Die Base ist solide, kann man genauso tragen und mit Sicherheit werdet ihr auch das ein oder andere Produkt zu Hause haben. Ich bin super gespannt auf euer Feedback. Freunde, kommt am Mittwoch unbedingt hierher, stellt euch den Timer, seid bereit, get your credit card ready. It's happening again. Ich freue mich auf euch am Mittwoch. Bis zum nächsten Mal.